Hallo bei Iswas, kein Stress, nur Essen. Mein Name ist Hendrik. Bernd ist auch wieder dabei hinter der Kamera und wir machen heute einen Tomaten-Avocado-Salat. Dazu brauchen wir Tomaten, klar. Avocados in dem Fall schon geschnitten. Die hatten wir schon da. Von daher sind die schon in der Schale drin. Zwiebeln. Ich nehme gerne rote Zwiebeln, passen optisch besser. Glatte Petersilie. Etwas Olivenöl, gerne was besseres Olivenöl, dann noch etwas weißen Balsamico-Essig und Salz und Pfeffer. Das war's von den Zutaten schon und dann fangen wir jetzt an. Die Tomaten tue ich kurz in Sieb. Einmal da durch, schön waschen und von den Stielen trennen. Dann kann ich die gleich wegtun hier. Also Mengenangaben wie immer. Im Nachgang, im Content-Bereich. So, ich stelle die mal hier hin. Mach mal das Olivenöl beiseite und den Essig, damit ihr auch was seht. Oder du, Bernd, es drauf bekommst entsprechend. Wie gesagt, Avocado schon hier drin. Tomaten. Ich viertel die gerne. Einfach so. Geviertelt rein. Wenn sie was größer sind, könnt ihr sie auch noch mal kleiner schneiden. So, die Tomaten zu dem Avocados. Dann nehmen wir hier mal die größere Zwiebel. Einfach halbieren. Kurz platt drücken. Das abschneiden und rein damit hier. Brauchen wir nicht. Das kleine Schälmesser hier. Und damit ich es richtig erwische, habe ich das Messer jetzt hier genommen. Kreuze die äußere Schale weg. Gleiche hier. Habe ich schon platt gedrückt, ne? Glaube ich. Ich fange an mit Alzheimer, Bernd, glaube ich. Ich hoffe es nicht. Ja. Was wollten wir heute machen? Wir machen Salat. Ja, stimmt, wir machen Salat. Salat, also Salat. Ja. Ein Salat war es, ne? Ja, gut, kleiner Scherz. Ich denke, das kriege ich heute noch hin. So, die Zwiebeln auch in etwas, ups, die wollte weg, etwas größere Stückchen schneiden, also nicht zu klein, rein in die, in den Salat. Also einfach nur einmal die Hälfte und dann gut essbare Stückchen dazu. Ich würde fast noch die zweite Zwiebel dazu nehmen, von der Menge her. Auch da kurz andrücken. Das Ganze kurz die Schale weg. Zwiebeln da rein. So, dann haben wir schon fast alles. Glatte Petersilie auch kurz abwaschen. So, ja, knappes Bund und das Ganze grob hacken. Die Stiele brauchen wir nicht. Wenn die abgehackt sind, gerne weg damit. Das große Ganze hier kann man gut verarbeiten. So, dann klein hacken. Je nachdem, wie fein ihr es haben wollt. Ich habe es gerne immer etwas feiner. So. Das Ganze hier drüber. Und dann sind wir schon beim Abschmecken. Kommt, ich nehme gerne den Löffel dazu hier. Etwas Olivenöl dran. Bei der Menge würde ich mal sagen, 2 Esslöffel Olivenöl.
etwas mehr von dem Essig, wie Olivenöl. Mal 3. Salz dran. Nicht zu wenig. Pfeffer. Also du machst es direkt in der Schale, oder? Ja, ich mache es jetzt direkt in der Schale. Und die Soße eben nicht separat? Nee, habe ich jetzt nicht separat. Ich mache das gerne da drin. Direkt rein und dann das Ganze gut durchmischen. Da sind die Avocados auch unten noch versteckt. So. Wenn die Avocado schon ein bisschen reifer ist, dann wird das Ganze sehr cremig. Oh, das sieht doch schon zum Reinbeißen aus, oder? Da fällt mir eigentlich auf Hunger. Ja, passiert uns immer wieder. So, jetzt sieht man das von der Konsistenz her. Die Avocado gibt entsprechend dann durch ihre cremige Konsistenz dann an den Essig und das Öl ein bisschen Farbe ab. Ich finde, sieht hervorragend aus. Schmeckt super. So. Wenn wir schon beim Anrichten. Machen wir ein bisschen was hier rein. So, und wie ich schon vorher gesagt habe, ich kann das nur empfehlen mit unserem Cacık zusammen. Und wer mag türkische Köfte dazu, müssen wir auch mal machen. Also wirklich Hackfleischköfte, denke ich mal, im Sommer, Bernd, weil am Grill am besten. Und in dem Fall heute Abend, ich habe ja noch ein Brot. Ich stelle eine Scheibe Brot dazu. Dann würde ich sagen, ist jetzt angerichtet. Wer mag, kann das noch ein bisschen mit Crema di Balsamico servieren und dann ist angerichtet. Also Pfeffer drüber. Lasst es euch schmecken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns gerne wieder, wenn ihr wieder einschaltet bei uns bei Iswas. Kein Stress, nur Essen. Bis dann.